Also ich habe beide auf jeden Fall zum Stöhnen gebracht. Na, einer davon bin ich, der stöhnt. Habe ich dich zum Stöhnen gebracht? Nein, nein. Besser ist. So, kann losgehen? Kann losgehen. Let's go. Ich muss ja bloß in den Raum reingehen, ne? Wenn ich in den reingehe und dann drauf gehe, muss ich dann wieder reingehen? Ja. Ist wieder so ein Locate-Task, okay. Mhm. Ja. Gut, okay, dann rein und raus. Ich habe mein Bestes gegeben und hat gesehen, das war Pro-Gameplay von mir, aber es hat nicht gereicht. So. Hallo. Damit. Lecker, lecker, lecker. Hab's ja deinen Scorpio drauf gebaut. Das ist sehr nett. Du hast sie wieder zusammengebaut. Okay, dann let's go. Ja, das hört sich an, als wäre ein bisschen was los. Okay, ich habe das eher vorne rechts empfunden. Okay. Vielleicht trage ich auch mein Headset falsch rum, das kann sein. Ich hasse ja schon. Offen. Ups. Halt ein bisschen Abstand, guck nach hinten. Ja, na, was? Okay. Task done. Hier ist jetzt auf jeden Fall nicht sein Off-Time-Timoskop für den anderen Task, ne? Dafür müsste ich ihn. Das Optimoscope ist im Cottage drinne unten. Achso, das war das. Ja, okay. Und das andere ist auf dem Pier. Machst du scheißen? Nö. Die Tür zu stinkt. Okay, Skype. Der ist hinten raus. Das war noch was. Wenn da was kommt, schieße ich nicht. Du bist vor mir, sonst schieße ich dir nachher noch ins Bein oder so. Ich guck nach draußen. Bist du noch über uns? Zwei. Und bei uns. Über uns. Echt? Siehst du draußen was? Er ist draußen. Er wäre hinten auf die Kartons. Sagen wir mal zu und schön erstmal kurz. Ja. Eben die Tür. Der will die Tür aufmachen. Oh Scheiße, wenn er uns hier eine Grenade reingibt, sind wir beide durch. Also ich werde durch sein. Okay, die haben es gar nicht. Oder er könnte auch einfach per VoIP sagen, dass er kurz in den Raum rein muss. Was ist sein Plan? Keine Ahnung, fallen die Türen zu. Ja. Ihm einfach nicht. Er legt sie immer hin und rennt wieder weg. Wenigstens hat er gleich keine mehr. Er hört nicht auf. Ich weiß nicht, ob der die Hoffnung hat, dass er die Tür damit aufsprengt. Ich glaube schon. Dass ein Splitter durch die Tür kommt. Ich verstehe nicht, was sein Plan ist. Also, es ist sehr verwirrend. Das sind so viele Steps. Die können halt von außen einfach nur Nade reinwerfen.
Die pushen. Ja, die sind aber nicht gut. Die sind echt scheiße, Bruder. Ich bin fast down. Aber da kommt eine Granate. Na, jetzt aber nicht rein. Bruder, die sind richtig wasted. Das sind Kurzheiten. Also ich habe beide auf jeden Fall zum Stöhnen gebracht. Na, einer davon bin ich, der stöhnt. Ach, du stöhnst? Ja. Hab ich dich zum Stöhnen gebracht? Nein, nein. Besser ist. Okay, jetzt kommt er. Von rechts. Oh oh. Das war meine. Das hier. Einen habe ich, einer down, rechter ist down. Sehr schön, sehr schön. So, ich hab den CLS mit. Mach dich erstmal so durch, ich kann dir mein CMS dann geben. Oh, Bruder, hätte ich dich fast erschossen. Hi. Ich schmeiß mal ein CMS raus. Da. Geh mal wieder um mein Bart. Ich heil mich kurz. Weil du uns das CMS dann warten. Hier ist doof. Ey, muss mir machen. Ja, ja, mach mal. Ich aim ab. Wie ich mich im echten Leben auch so nach rechts lehne, als würde ich dadurch mehr sehen. Ja, ich glaube, die sind durchgezogen. Als wir den eingetötet haben, hat sich der andere nicht mehr die Blöße geben wollen. Jetzt sind Scavs da, also. Ich ziehe mich kurz ein bisschen hoch, ne? Und lad mal nach. Also ich muss sagen, den Füllstand meines Magazins kann ich ziemlich gut abschätzen. Ich habe das genau gereloadet, als leer war und ich habe keinen Leertrigger gepult, glaube ich. Stört doch mal. Da draußen war bloß ein Scav, der vor der Tür saß. Ja, ja. Hey, wir haben zwei. Hab ich zwei getötet? Das hier war der Player, ne? Den hab ich. Oh, der hat eine Vector. Oh, eine Slick. Bruder. Lecker Schmecker. Da war noch ein zweiter Player. Hast du den erwischt? Weißt du das? Ja, ja, den hab ich. Okay, GT-Munition. Das erklärt einiges. Ach krass, das waren wirklich drei, ja? Ja. Ja, cool, Strike, dann haben wir alle erwischt. Ich hab einen erwischt, F2. Dann würde ich sagen, lass durchziehen, ne? Bevor du hier verhungerst. Wir laufen schon, trotzdem ein bisschen gefährlich hier rum, aber... Drei sind tot. Hinter uns hat vorhin was gefeilt. Ja, wir beide leben, das sind auf jeden Fall schon mal mindestens 7 Leute. Ja. Die meisten werden jetzt erst oben ankommen. Ja. Oder halt schon raus sein, wenn sie nur leise looten wollen. Ja, wäre ich jetzt nicht hier auf Energy und so gewesen, hätten wir noch drin rumflattern können. Alles liefen können. Das ist mir dann doch zu heikel. Ja, das gebe ich dir recht. Mal wieder. Allein die Waffe ist knapp 300 KW. Was hatten denn die, die du weggeballert hast, für eine Waffe? Der eine hatte eine Kedder, ne? Der eine Kedder, der hat eine SKS-Info in die Truck. Und der andere hatte eine AKM. Na gut, dann waren die alle so ein bisschen mittelmäßig unterwegs. Meiner hat ja eine Vector gehabt. Aber die AKM kannst du ja auch schön machen, ja.
Aber die Vector mit einer, weiß nicht, mit GT-Munition. Also ganz ehrlich, als ich dachte, da sind zwei Leute und also, ja, dann anscheinend sogar drei waren, dachte ich eigentlich, wir sind durch. Weil den Raum zu halten, ist halt Granate von außen rein oder Tür auf und Granate rein. Die hätten, vor allem der eine hat sogar noch eine Fock gehabt. Die hätte mir einfach bloß reinkullern müssen in meinen Bart. Allein die Tatsache, dass sie da zu dritt die ganze Zeit 5, 6 Granaten von draußen einfach gegen die Tür geworfen haben. Ja, das war schon sehr weird. Aber meine waren, glaube ich, auch 2 Low-Level. Der eine zumindest. Meiner war 31. Also ich glaube, meiner war der Anführer, der den anderen zeigen wollte, wie es geht. Oh, Ast rein. Perfekt. Das ist auch eine gute Runde als Finale. Das ist sehr belohnend und sehr gut. Oh, das war... spannend. 9-1-1 happy. You are unhappy now.